Ja, hier ist euer Chris Kemper auf dem Event von Caravan Vermieterbund. Und wir sind jetzt hier bei Mike Kemper Box. Und das ist der Sascha. Und der möchte uns jetzt mal, beziehungsweise euch Vermietern, mal euer neues Fahrzeug vorstellen. Hallo Sascha, grüße Ja, dich. hi Chris, grüß dich. Ja, wir sind MyCamperBox. Wir kommen aus Südhessen, aus Babenhausen und wir haben heute was Neues dabei, und zwar den Ranger. Und zeigen das hier auch den Vermietern, weil es einfach auch ein neues Segment ist in der Caravan-Vermietung. Und da können wir einfach mal eine kleine Tour machen, dass man das einfach sieht und auch gerade, was das für den Vermieter auch für Vorteile bietet. So, ja, also wir haben hier erstmal eine Heckküche. Wir starten mal von hinten das Ganze. Ein Gasfeld wird vorne in der Deichselbox, ist dann die Gasflasche, kommt dann da rein, und habe dann hier zwei Stellen. Habe dann hier hinten auch die ganze Stromversorgung, die LED-Beleuchtung, die ich dann hier anfahren kann. Und bevor dann auch die ersten Fragen kommen, naja, Strom und Gas und Kochen, ne, wir haben dann natürlich auch ein Hitzeblech natürlich auch, wo das Ganze abgeschirmt ist. Hier ist magnetisch, bin ich gerade rangekommen, kann man das Ganze dann auch schön dranhängen und dann halt seine ganzen Kochutensilien hier unterbringen. Und dann sind wir auch schon beim ersten Vorteil. Man sieht auch hier die Fronten, das ist unwahrscheinlich unfassbar robust. Metall, eine Edelstahl, Arbeitsoberfläche, leicht zu reinigen und sehr, sehr langlebig. Auch beständig gegen Feuchte. Hier drüben das Waschbecken, unten drin haben wir den Tank, den kann man seitlich befüllen und kann da auch entsprechend dann hier vollwertig Menüs am Campingplatz zaubern. Ja, ich wollte jetzt noch mal darauf hinweisen, du sagtest das ja auch vorhin schon, dass das hier sehr hochwertig alles verarbeitet ist, Metall und so weiter. Das heißt, jetzt gerade auch für die Vermieter interessant, da bricht weniger ab als jetzt, sage ich mal, bei einem normalen Teilintegrierten oder sonst was. Das ist natürlich auch nochmal ein Riesenvorteil und Benefit für die Vermieter, ne? Genau, also ich habe weniger Nacharbeiten oder Scherereien dann auch mit dem Mieter, wo einfach auch aus Versehen mal was kaputt geht, und demzufolge auch ein einfacheres Geschäft. Ja. Ja, das ist alles sehr wertig hier, da wackelt nichts, da ist alles schon, ja, das ist eine richtige Spüle, wie man sie jetzt auch in der normalen Küche zu Hause hätte, ne? Also Genau. Also wir haben jetzt auch hier dann noch dabei in dem Setup, in den Fenderboxen haben wir noch ein Küchenzelt mit dabei, was optional angeboten wird. Das ist jetzt aber auch so eine Findungsphase von uns, ob das Küchenzelt lieber genommen wird, aufgebaut wird. Aufbauzeit ca. 10, 15 Minuten, wenn man das schon mal gemacht hat. Das ist aber dann das Thema bei der Vermietung. Sind wir jetzt aber auch am Ausprobieren mit einem unserer Kunden, der dann sagt, ich hätte gerne 270-Grad-Markise statt des Küchenzelts, dass ich dann einfach hier einen trockenen Raum schaffen kann. Aber das sind so gerade so Erfahrungswerte, die wir da noch sammeln. Ansonsten ist das Produkt, wird gefertigt in Dänemark bei Eurocamper und gibt es jetzt auch schon seit 5 Jahren, hat dann auch noch ein paar Modifikationen und Entwicklungen gemacht. Das heißt, das Produkt ist auch wirklich serienreif und hat auch da wirklich ein sehr etabliertes und erprobtes Konzept an und für Das wird über euch erworben, ne? Richtig, genau. MyCamperBox, wir kommen aus dem Camperboxenbereich. Wir haben auch noch ein kleineres Mini-Camper-Konzept. Und das heißt, wir machen auch Anpassungen am Fahrzeug. Wenn jemand sagt, ich möchte es noch stärker auf die E-Mobilität einsetzen, weil ich habe Kunden, die immer wieder fragen und sagen, wie kann ich denn mit meinem E-Auto, mit meinem Tesla auch campen gehen? Geht das überhaupt? Und da können wir dann auch Themen machen wie Reifen anpassen und halt nochmal auch vom Gewicht und Aerodynamik. Kannst du uns ja auch mal kurz im Prospekt zeigen? Ihr habt da ja noch so ein kleines Fahrzeug, was sehr gut auch in die Vermietung passt. Ja, genau. Also das ist unser Vario, mit dem wir Jahresanfang gestartet sind. Und da kann man dann auch schon sehen, oder auf unserer Webseite mycamperbox.de sieht man das dann halt gut, dass es auch ein Anhänger ist mit einer Küche drin, mit einem Schlafplatz, also in einem Dachzelt. Und hat man dann auch eine entsprechende Strom- und Wasserversorgung an Bord. Und das ist dann auch ein spannendes Produkt, aber da können wir separat dann nochmal ein Video drehen. Ist dann, wenn ich zum Beispiel Busse, zum Beispiel T6, California oder Ford Nugget oder sowas in der Flotte habe, dass ich dann sagen kann, ich habe einen zusätzlichen Schlafraum oder Stauraum, den ich mit vermieten kann. Ja.
und relativ einfach und auch gut fahrbar für auch Leute, die wenig Anhängererfahrung haben oder gar keinen BE-Führerschein haben, weil ich den nicht brauche bei uns. Ja, dann zeig uns das Fahrzeug nochmal kurz, dass wir... Genau, also wir haben hier die, die Thule-Markise, 3 auf 3 Meter, die Omnistore, haben dann auch hier die Seitenteile, die man dann auch noch dran machen kann, dass man halt eben auch einen Schatten und auch Wetterschutz ein Stück weit hat, haben dann hier ausgestattet die Fenderboxen, wo dann halt auch zusätzlich Stauraum. Hier ist jetzt für die Thule, ist jetzt dann die ganzen Seitenteile halt eben drin. Wir haben 17 Zoll Alufelgen, auch ein schön hohes Fahrwerk, das auch gerade viele Vermieter haben ja Kunden, die fahren gern nach Norwegen oder in die skandinavischen Länder und dafür ist es dann halt auch für die schlechteren Straßenbedingungen, kann es hinterherziehen. Wir sagen so, überall da, wo ein Pkw hinkommt, kommt der Anhänger auch locker mit durch die Bodenfreiheit und auch die Einzelradaufhängung. Und der ist sehr gut isoliert, das sieht man ja auch schon, das heißt auch bei kaltem Wetter, genau, bin ich da gut untergebracht. Ne? Genau, also das ist auch wirklich da auch schon viele Saisons auch in die kalten Jahreszeiten gekommen mit 35 mm Dämmung. Wir haben da so eine Innenschaumdämmung drin verbaut, ultra robust und auch bis minus 20 Grad getestet. Und ja, hier ist ja auch noch so ein Kinderbett drin, das heißt... Genau, ich komme mal auf die andere Seite. Ja. Also das zum einen erstmal hier die... Also das Heizmodul, wir haben hier eine Elektroheizung drin bis 1500 Watt. Wir können aber auch optional auf eine Dieselheizung gehen. Und hier, genau, du sagst es, wir haben dann hier ein Kinderbett, kann man dann hier, rastet dann ein und kann man dann auch hier zumachen. Und Kinder bis 60 Kilo können dann hier oben drin schlafen. Ansonsten habe ich dann hier eben meinen Stauraum, das geht bis hinten rein. Und habe dann hier Platz für mein ganzes Gepäck. Und wir sagten ja noch, wir könnten hier oben auch einen Fernseher draufstellen, ganz normal ein Smart-TV mit Fuß und dann, wenn es mal regnet, kann man sich hier auch nochmal was ansehen. Genau. Also hier auch so eine Lounge im Prinzip, genau, kann sich dann da richtig schön bequem machen. Genau, wir haben 1,40 Meter mal 2,10 Meter Liegefläche und mach gerade mal den Schwerlastscharnier auf, den blauen Scharnier da. Nee. Drüben. In dem blauen Scharnier, da. Moment, hier der Scharnier einmal, weil das sieht man ist jetzt da verriegelt. So. Ne? Ja. Hier unten drin siehst du dann auch, da sind die zwei Luftauslässe, das heißt die Heizung ist hinten montiert und da kommt, strömt dann die warme Luft hier vorne rein und wird dann hier über den Regler dann gesteuert. Ja. Ja, sehr interessant. Dann haben wir auch noch die Leseleuchten da. Genau, Leseleuchten. Okay. Und hier hinten dran ist dann die Technik verbaut. Wir haben jetzt hier eine 30 Ampere. Für längeres Stehen und autarkes Stehen ist dann zu empfehlen die 100 Ampere. Das ist dann die Ausstattung, die dann beim Vermieten häufig genommen wird. Ja. Genau. Vorne dann das Solarmodul. Können wir vielleicht dann auch nochmal zeigen, wenn wir hier drinnen soweit fertig sind. Genau, ein 125 Watt Modul. Speist dann entsprechend die Sonnenenergie dann in die Batterie ein. Ja. Ja, da man mit dem Fahrzeug ja auch autark stehen will, ist das eine sehr interessante Sache. Und ich denke mal, da kann man auch hier das nochmal eben zeigen kurz. Da ist ja, ja dann nochmal Gas drin und so weiter. Genau. Also hier ist dann Platz für die Gasflasche und noch andere Utensilien. Genau. Was wir jetzt hier, fragt sich der eine oder andere, ja, was ist, wo mache ich die Fahrräder hin? Hier haben wir für den Heckbereich eine Anhängerkupplung, die man dann nochmal dran machen kann. Und dann kann man da auch einen ganz normalen zwei oder drei Fahrräder dann hinten mitführen, also bis 75 Kilo. Genau. Hier ist nochmal der Strom, wie ich sehe. Der Landstrom wird da reingesteckt, ja. Genau. Sieht man dann nochmal das Modul, wo dann wo ich die Wasseranzeige habe, die Stromanzeige, mein Licht mir dann anzeigen kann. So, hier haben wir das Ganze jetzt auch nochmal mit einem Dachzelt aufgebaut von Wikiwood. Das wäre auch noch möglich. Könnte man auch so vermieten im Prinzip. Genau, also das ist das Mighty Oak 190. Das hat eine 1,80 Meter mal 2 Meter Liegefläche. Und der Träger, wo das jetzt aufliegt, ist immer standardmäßig dabei, weil wir da halt die Markise dran befestigen.
Und der Träger selber, der kann 300 Kilo dynamisch, das heißt auch, wenn ich Sport Utility habe oder ein Kanu oder ähnliches, kann ich das dann auch entsprechend drauf machen. Oder wie wir halt hier das Dachzelt, das Hartschalen-Dachzelt, und hier passen dann locker 3 Personen noch oben rein. Ja, so, jetzt fassen wir nochmal zusammen die Vorteile für die Vermieter mit diesem Fahrzeug. Also ich finde, dass hier der Return on Invest halt sehr schnell erzielt werden kann. Also was kostet so ein Fahrzeug in der Vermieter? Ausführung ungefähr. Genau, ungefähr, sagen wir mal, mit auch schon ein bisschen Ausstattung dabei, 25.000 Euro netto liegen wir da. Man kann das Ganze noch ein bisschen auf- oder downgraden, aber da habe ich schon eine gute Ausstattung, die auch vom Vermieter, vom Mieter dann auch erwartet wird. Und genau, und die Vermietraten in Deutschland liegen so zwischen 80 und 100 Euro, je nach Saison und Dauer. Und im skandinavischen Raum werden die vermietet noch für deutlich mehr, also liegt so der Tagessatz bei 120 Euro. Aber natürlich muss man auch gucken, wie da der Heimatmarkt so ein Stück weit tickt. Und da haben wir natürlich die Erfahrung gemacht. Das Tolle ist, ich öffne mich auch neuen Kunden, die zum Beispiel Angst davor haben, mit einem großen Caravan zu fahren oder auch generell schlechte Erfahrungen gemacht haben, weil Caravan-Vermietung einfach etwas aufwendiger ist, auch in der Nachbereitung und auch in der Anfälligkeit. Und da habe ich halt ein Fahrzeug, was ich an nahezu jeden vermieten kann, der eine Anhängerkupplung hinten dran hat. Und dann kann ich sogar noch schauen, okay, passt es sogar noch in den B-Führerschein, weil ich hier sagen kann, okay, wenn es unter der 3,5-Tonnen-Grenze bleibt in der Gesamtmasse oder im Gesamtgewicht, dann kann ich das auch mit dem B-Führerschein. Also das heißt Golf, Passat, kann das hier ziehen, weil das Fahrzeug selber wiegt nur 830 Kilo. Und du sagtest ja auch noch Elektromobilität, das ist ja auch ein Thema für das Fahrzeug. Genau. Genau, ist ein großes Thema, weil da ist das Thema halt eben Reichweite und Anhängelast. Anhängelast hatte ich ja schon mal erwähnt, haben wir hier niedriges Gewicht. Und durch diese Tropfenform sieht man ja auch, sieht so ein bisschen aus wie ein Model Y oder ein ID5. Also da habe ich dann durch die Tropfenform einfach auch einen guten CW-Wert. Und wie gesagt, wir können da noch Anpassungen auch noch vornehmen, wo man einfach noch mal ein bisschen mehr Reichweite auch rausbekommt. Der Ranger, den zeigen wir auf Messen, ziehen den eigentlich nur mit E-Autos, also entweder mit einem ID.Buzz oder mit einem Skoda Enyaq. Und da kann man sagen, unser Erfahrungswert ist 180, 200 Kilometer, bis ich nachladen muss. Und können das auch noch mal mit ein paar Modifikationen dann noch ein bisschen erweitern. Gut, die E-Autos steigern ja jetzt auch ihre Reichweite. Das heißt, ich habe bei dem Fahrzeug natürlich den Vorteil, ob die Leute sich jetzt E-Autos kaufen, Diesel, Hybrid oder Benziner haben, den kann ich an jeden vermieten. Da bin ich total unabhängig. Genau, also das ist ja generell unser Motto, dein Auto, dein Camper. Wir verwandeln jedes Auto in einen vollwertigen Camper, entweder durch eine Camperbox, eine Dachzeltlösung oder halt eben durch die Mini-Camper und Mini-Caravan. Wie viele Vermieter habt ihr jetzt schon in Deutschland, die das Fahrzeug in der Vermietung haben? Ja, also wir haben ja dieses Jahr angefangen und in der ersten Saison waren es jetzt 2 Vermieter, die wir da haben. Wir haben jetzt aber für nächstes Jahr sind es 12 Vermieter in Summe aufgrund der Vorbestellungen, die wir da bekommen haben. Und jetzt auch die größeren Fahrzeuge machen dann halt auch mehr Sinn für die Vermietung dann auch. Ja. Ja, das heißt also, da geht es richtig los. Und das ist auch ein boomendes Segment, glaube ich. Ne? Genau, es ist neu, es hat nicht jeder. Also viele haben halt einen normalen Kastenwagen oder einen normalen Caravan in der Vermietung. Und das öffnet mir einfach auch da eine neue Zielgruppe, eine etwas modernere Zielgruppe vielleicht auch, jünger, was auch das Thema E-Mobilität auch wieder mit einfasst. Und deswegen kommen wir da auch ganz gut an. Ja. Das ist so der zweite Boom, sage ich mal, nach den ganzen Van-Geschichten. Also Kastenwagen-Boom haben wir ja schon hinter uns. Das könnte das nächste große Ding sein, so meinst du vielleicht? Ja, vielleicht. Also ich sag mal, klar, die Mobilitätswende ist da. Sie ist natürlich die letzten 2 Jahre ins Stocken geraten. Wenn wir aber mal außerhalb von Deutschland schauen, in den Niederlanden, in Skandinavien,
Da ist eine viel stärkere Verbreitung auch der E-Fahrzeuge, auch in Frankreich. Und ich glaube auch, wenn da die richtigen Hebel auch seitens der Politik nochmal getätigt werden, dann wird auch da wieder mehr Schwung reinkommen. Das hören wir auch von den Automobilherstellern. Wir arbeiten zum Beispiel sehr eng mit Skoda Deutschland zusammen, wo wir da auch als Botschafter für das Thema Camping und E-Mobilität unterwegs sind. Und da sehen wir das auch ganz klar, dass die auf diese Impulse warten, dass auch das Thema wieder mehr an Fahrt gewinnt. Ja. Ja gut, also wer da Interesse hat, der soll sich an euch wenden. Wie kann man euch erreichen? Genau, in erster Linie mal über mycamperbox.de auf unserer Homepage. Wir haben jetzt diesen Monat auch nochmal einen Relaunch geplant, wo einfach nochmal viel mehr Videos, viel mehr Bilder und auch sogar die Sofortkaufoptionen da sind. Aber ansonsten, wenn es um das Mietgeschäft geht, dann ist auch nochmal interessant. Wir haben Leasingoptionen und Dinge auch in der Konfiguration. Da ist es am besten, uns über das Kontaktformular einfach eine Mail zu schreiben. Die beantworten wir auch in der Regel innerhalb von 12 bis 24 Stunden. Kann man sich am besten an dich wenden direkt, oder? Genau, an Sascha, sascha@mycamperbox.de. Das ist da am schnellsten, aber die Info @, wir sind ein kleines Unternehmen, wir sind noch ein Startup, wir bestehen aus zwei Gründern und noch ein paar Monteuren. Das heißt, man erreicht uns sehr schnell. Gut, dann danke ich dir, Sascha, und dann sind wir mal gespannt, was da die Zukunft bringt in dem Bereich. Danke dir, Chris. Danke dir.